was für eine schöne Halskette. Das stimmt. Und wir werden sie mitnehmen. Sei einfach nett und niemand wird verletzt. Ja, gib das Geld her. Klar. Hier. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Hände hoch. Rühr dich nicht vom Fleck. Oh, sieh mal einer an. Da sind die Cops. Pass auf. Au, was fällt dir ein? Was ist dir eigentlich passiert? Oh, ich werd's dir zeigen. Du unterschätzt mich. Vampirische Hypnose ist die perfekte Waffe gegen Superschurken. Hey, was soll denn das? Au, das tut weh. Ha, diese Tricks klappen bei mir nicht. Oh, das werden wir ja sehen. Ha, oh, was soll das denn jetzt? Ah, nein, 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 nein. Alles nur keine Handschellen. Das kann ich nicht zulassen. So leicht gebe ich nicht auf. Harley, wo bist du? Oh nein. Das war's. Zeit, ins Gefängnis zu gehen. Joker und Harley sind hinter Gitter. Ihr werdet beschuldigt, ein Juweliergeschäft ausgeraubt zu haben. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Dieser neue Algebra-Lehrer ist so komisch. Aufgepasst. Es ist Zeit, mit dem Unterricht zu beginnen. Ich krieg eine Gänsehaut. Lass uns einfach das störende Sonnenlicht loswerden. Und jetzt sehe ich mir eure Hausaufgaben an. Wie auch immer, haben wir nicht wichtigere Dinge zu tun? Oh, jetzt. Oh, halluziniere ich etwa? Was ist denn, Carrie? Ich habe keine Ahnung. Macht euch Notizen. Nichts ist vergleichbar mit der Supergeschwindigkeit von Vampiren. Wow. Und? Seid ihr schon fertig? Wir haben gerade erst angefangen, Mr. Tyler. Es ist Zeit für einen Test. Nicht reden. Ich werde euch genau beobachten. Da hat wohl jemand vergessen, dass Vampire euch durchschauen können. Versucht ihr zu schummeln? Das gibt eine 6. Oh nein, ich muss bestehen. Alles nur nicht das. Das war's. Es reicht endgültig. Nein, bitte. Tut mir leid. Verschonen Sie mich. Ah, oh, ich fühle mich nicht gut. Jeden Tag das Gleiche. Pizzabote kann ein ziemlich schwieriger Job sein. Vor allem, wenn du ein Vampir bist. Knoblauch? Igitt, da muss ich mir wohl meine Nase zuhalten. Ah, was ist das denn? Das interessiert mich nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ah, was für ein Fiesling. Das ist so ein schrecklicher Morgen. Hey, warum ist es denn so heiß? Ich muss mich zudecken. Und zwar schnell. Eine Mülltüte? Ich habe keine andere Wahl. Das ist schon besser. Oh, hi, Hundi. Hey, warum schaust du mich denn so an? Ah! Oh, Mann. Ein Glück habe ich es geschafft. Pizzalieferung. Oh, du bist fast eine ganze Minute zu spät. Was? Soll das dein Ernst sein? Ein Vampir. Ah! Tyler, der Florist, weiß, dass jede Pflanze auf ihre eigene Art gepflegt werden muss. Oh, ich liebe meinen Job. Ich kümmere mich auch um dich. Au! Oh, du willst es ja nicht anders. Nimm das! Also gut, wo waren wir? Ich sollte dich öfter in die Sonne bringen, oder? Oh ja. Oh oh. Wow, schau nur, wie sehr du gewachsen bist. Ich hätte dich nicht beißen sollen. Autsch, komm schon, beruhig dich. Ah, das macht keinen Spaß mehr. Lass mich los. Oh, aber was ist, wenn ich einfach... Ha, damit hat das grüne Biest nicht gerechnet, was? Puh, da bin ich ja gerade noch mal davongekommen. So einen Fehler werde ich nicht noch einmal machen. Noch einmal. Atme. Na los, atme.
Ein Tierarzt zu sein ist harte Arbeit. Und es ist noch schwerer, wenn du ein Vampir bist. Hi, Doc. Mein Bobo braucht eine Impfung. Was? Oh, diese Kreatur stinkt. Wir behandeln hier keine Hunde. Doch, was tut ihr? Ich zahle dir gutes Geld dafür. Na schön. Danke, Doc. Bis später. Oh, ich kann Hunde nicht leiden. Du wagst es, mich so zu behandeln? Ah, ein Werwolf. Oh, ich werde dafür sorgen, dass du bereust, was du getan hast. Du kriegst mich nicht. Geh weg von mir. Wie gefällt dir das? Autsch. Was hast du mit mir gemacht? Das werde ich dir nie verzeihen. Willst du einen Knochen? Ja. Dann geh und hol ihn dir. Und, wie geht es meinem Hündchen? Was ist denn hier los? Au, das ist ein bisschen peinlich. Das nächste Mal hast du nicht so viel Glück. Genau deshalb behandle ich keine Hunde. Verstopfte Rohre können nach einer Weile richtig böse enden. Oh, wir brauchen hier einen Klempner. Und zwar schnell. Ich werde dir helfen. Das wird ein Kinderspiel. Dieser Vampirklempner hat schon viel schlimmere Probleme gelöst. Hallo? Ist hier jemand? Du bist hier nicht willkommen. Das passiert immer wieder. Verabschiede dich von deinem Leben nach dem Tod, Blutsauger. Ach, komm schon. Du hast es so gewollt. Ich werde es nochmal versuchen. Das werde ich dir heimzahlen. Ha. Na, fühlst du dich immer noch so stark? Oh nein, Hilfe! Hilf mir doch! Nein, nein, nein! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Danke für deine harte Arbeit. Du bist ein echter Profi. Ein Vampircoach kann dich ganz toll motivieren zu trainieren. Hey, hilfst du hier Leuten beim Abnehmen? Ich bin ein bisschen, naja, du siehst es selbst, oder? Ich weiß genau, was zu tun ist. Hey, ich leih mir mal kurz dein Verbandszeug aus, okay? Hier ist deine erste Übung. Seilspringen. Komm schon, schneller. Ist das alles, was du drauf hast? Hey, kein Wasser für dich. Nur frisches Blut. Ich fühle mich nicht gut. Na dann, beeil dich. Und fang an zu joggen. Oh, das ist ganz schön hart. Mir wird schwindelig. Hey, steh auf. Na los, sofort. Ja, wie du willst. Sieht so aus, als hätte der Kerl endlich seinen zweiten Willen bekommen. Du bist ein toller Coach. Ich fühle mich schon viel besser. Und ich bin zufrieden mit dir. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Komm wieder. Vampir-Nannys sind sehr erfahren im Umgang mit Kindern. Hallöchen, ich bin hier, um meinen kleinen Engel hier zu lassen. Hi. Hi, Schätzchen. Komm hier. Oh, das wird ein Spaß. Dieser kleine Engel entpuppt sich als Teufel. Bitte, Schätzchen, fass das nicht an. Ach, du meinst, ich darf diese unglaublichen Trophäen nicht anfassen? Oh, ich muss sie fangen. Sieh dir diesen 3-Punkte-Wurf an. Alles nur nicht das. Puh, ein Glück. Was? Aber das war mein wertvollster Besitz. Du freches, kleines Monster. Puh, das musste ich mal loswerden. Ah, ich will meine Mami. Beruhig dich. Da muss ich wohl auf Notmaßnahmen zurückgreifen. Oh, ein Lolli. Na gut, du musst nur ruhig bleiben. Au, mein Kopf. Oh, kein Licht. Was ist denn heute mit mir los? Oh, oh, Silber. Es brennt. Du bist witzig, Nanny. Nochmal. Mach noch einen Trick, bitte. Oh, ich sollte wirklich in den Urlaub fahren. Oh nein, ist das Knoblauch? Du bist so witzig. Danke, dass du dich um meinen süßen kleinen Engel gekümmert hast. Jahrzehntelange harte Arbeit an einem Tag ruiniert.
Eine Vampir-Kosmetikerin wird ständig von Kunden überschwemmt. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Ich flehe dich an. Bitte, bitte mach mich wieder schön. Kann ich mir mal kurz dein Gebiss ausleihen? Wir werden ein spezielles Pulver vorbereiten. Es wird all deine Makel verstecken. Du wirst staunen. Wirklich? Oh, wenn du dir sicher bist. Dieser Korallenton wird deine Haut auffrischen. Perfekt. Jetzt füge ich noch eine schöne, blutige Tönung hinzu. Hallo. Und hier kommt noch Glitzer. Das war's. Sieh dich nur an. Ah, das ist ja furchtbar. Du hast mich in ein Monster verwandelt. Was meinst du? Ich bin die alte Lady von Helsing. Und das war dein letzter Kunde. Ah, alles nur nicht das. Fertig. Ist das besser so? Du bist wieder jung und schön. Puh, der heutige Tag war so stressig. Dracula in seinem eigenen Haus ausrauben. Das wird das Verbrechen des Jahrhunderts. Das wird eine große Beute. Nicht stören, hm? Bring mich nicht zum Lachen. Wow, sieh dir nur all das Zeug an. Oh, sieh dir den Kerl an. Oh, komm zu Mom, mein Schatz. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Beruhig dich. Joker, mach was. Nimm das. Das gibt's doch nicht. Komm schon, Harley. Zeig's ihm. Au, warte. Verschwindet von hier. Oh, wir sind nur knapp entkommen. Hey, oh nein. Alles nur nicht das. Der Vampir hat mich gebissen. Oh, ich fühle mich nicht so gut. Ich kann's nicht glauben. Das ist so seltsam. Ah, ich werde ein Vampir. Heiliger Horror, das ist ja furchtbar. Was soll ich jetzt tun? Ah, heiß, heiß. Das Licht. Mach die Jalousien zu. Oh, klar. Das ist so neu für mich. Wow, die sind scharf. Keine Panik. Ich weiß genau, was zu tun ist. Bist du sicher, dass es klappt? Jetzt, wo du es sagst, könnte das den ganzen Tag dauern. Lass uns stattdessen eine Zange benutzen. Mir gefällt das nicht. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Und? Hat es geklappt? Oh nein, so einfach gebe ich nicht auf. Hilfe! Au, ich glaube, ich habe mir einen Zahn abgebrochen. Nimm das, du Schurke. Nein, nein, verschone mich, bitte. Ja. Harley, rette mich, bitte. Wow, das war aber ein langes Nickerchen. Hey, du, fliegende Ratte. Rühr dich nicht von der Stelle. Oh, ich habe eine Idee. Hey, Batman. Harley, sieh dir diesen Zaubertrick an. Das kann nicht sein. Jetzt hab ich dich. Ich wünschte, ich könnte mich in einen echten Batman verwandeln. Was sollen wir jetzt tun? Das fragst du mich? Obwohl... Ja. Das wird ja immer verrückter. Cool, jetzt kannst du auch fliegen. Wow, das ist unglaublich. Warum hat mich niemand von den Schattenseiten gewarnt? Ha, das geschieht dir recht, Fledermauskopf. Der beste Vampirjäger von Tomb City hat immer zu tun. Zielgesichtet. Vorbereiten zum Angriff. Hey, suchst du Ärger? Mal sehen, wie dir das gefällt. Oh, dafür wirst du bezahlen, du Clown. Mach dich bereit, du. Mach dich bereit für die Macht meiner Anti-Vampir-Waffen. Au, mein Fuß. Es tut so weh. Meint ihr das ernst? Ihr findet das wohl lustig, was? Hier, kostet etwas Knoblauch. Dieser Typ ist verloren. Hey, wag es nicht, einfach wegzugehen. Joker, das darf nicht wahr sein. Ich schaff das nicht allein. Oh, wenn du dich jetzt sehen könntest.
Oh, komm einfach mit, du. Hier, schau mal. Oh. Auf keinen Fall. Und wenn wir etwas anderes ausprobieren? Ich kann das nicht glauben. Vielleicht liegt es an der Kamera. Oh, ich habe eine Idee. Los geht's. Du bleibst hier. Ich werde heute die ganze Arbeit machen. Was ist das denn? Ups, mein Fehler. Ich bin wirklich tollpatschig. Ich verstehe das nicht. Ich wusste es. Geister gibt es wirklich. Wow, was für ein cooler Speer. Oh, hier ist der Safe. Komm her, du. Ich rufe die Polizei. Ich werde dir helfen, Harley. Oh, oh, die Polizei. Zeit zu verschwinden. Du hast das Recht zu schweigen. Na gut, ich wechsle nur noch meine Messer. Autsch, das tut weh. Blut, endlich rieche ich Essen. Komm her, mein Leckerbissen. Wo willst du denn hin? Warte. Hey, warum machst du das? Da bist du ja. Du kannst nicht von mir weglaufen. Dieses Kissen brauch ich. Hab dich. Autsch. Hey, lass das. Sorry, aber ich kann jetzt nicht. Ha, nächstes Mal ziehst du besser. Jetzt komme ich. Oh, fast hätte ich vergessen, dass ich mit einem echten Blutsauger zusammenlebe. Oh, oh, das sieht ziemlich übel aus. Harley, ich habe etwas für dich. Hey, wo bist du? Mein Vampir ist satt. Und mein Finger ist noch dran. Es gibt nichts Besseres als ein Date mit der Liebe deines Lebens. Wo bist du, Joker? Au, das tut weh. Folg einfach meiner Stimme. Was glaubst du denn, was ich hier mache? Ups, das kann ja mal passieren. Ah, da bist du ja. Ich hab dich gefunden. Du küsst Batman? Das geht zu weit. Sorry, das wollte ich nicht. Naja, egal. Willst du ein paar Austern? Nein, danke. Aber du liebst sie doch. Aber du willst meinen leckeren Cocktail, stimmt's? Naja, den kann ich ja mal probieren. Bäh. Was ist denn mit dir los? Hat jemand eine Pizza bestellt? Oh, wow. Das ist schon besser. Das Essen ist serviert. Ruhig, ganz ruhig. Guten Appetit für dich. Und mich. Harley, schau mal, was ich im Garten gefunden habe. Gucci-Goo. Möchtest du einen Snack haben? Was ist das? Das ist unser neues Haustier. Ist der nicht süß? Unser Haus stinkt wie ein nasser Hund. Ach, komm schon. Lernt euch doch erst mal kennen. Ich kann dich nicht leiden. Und sieh mich nicht so an. Oh, oh. Heute Nacht ist Vollmond. Ich wusste es. Du bist ein Werwolf. Ah, hör auf damit. Du jagst mir Angst ein. Du wirst bald viel mehr als nur Angst haben. Jeder weiß, dass Vampire und Werwölfe Feinde sind. Puh, ich glaube, ich bin sie los. Hilf mir, Herrchen. Oh, was ist denn hier los? Bobo, was hast du mit ihm gemacht? Du kannst deine Haustiere nicht so behandeln. Was stinkt denn hier so? Tut mir leid. Tja, ich glaube, es ist Zeit für dein Abendessen. Leider wird auch ein Superschurke irgendwann alt. Hey, alles Gute, Joker. Wünsch dir was. Oh, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Lass es uns noch einmal versuchen. Komm schon. Du schaffst das, Joker. Genau wie in den guten alten Zeiten. Das war's. Ich hasse Kerzen. Oh, wow. Joker. Oh, nein. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Es tut mir so weh, dich so zu sehen. Aber was wäre, wenn ich... Bis dass der Tod uns scheidet. Und darüber hinaus. Oh ja, es hat geklappt. Du bist wieder jung. Komm schon, lass uns gehen und die Welt erobern. Nur eine Sekunde. Ha,
Alte Gewohnheiten lassen sich wohl nur schwer ablegen. Ist das dein Ernst? Komm schon, steh auf und zeig's ihnen. Los geht's. Ah! Oh, halt das mal. In Ordnung. Ah! Ah! Oh, ich kann nicht. Ich habe Höhenangst. Du kannst jederzeit durch die Tür gehen, wenn deine Strafe abgelaufen ist. In Ordnung. Oh, wir haben es geschafft. Ah, bis später. Warte. Ah, puh, puh, ich kann nicht mehr. Ah, da drüben. Los. Oh, wir müssen uns einen Plan ausdenken. Ja. Hurra, die Clowns sind da. Was machen wir jetzt? Oh, ich habe eine Idee. Ah, aha. Bingo. Hm. Ja. Im Namen des Gesetzes. La, 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 la. Ah. ich wollte dich nicht erschrecken. Oh, raus hier! Sofort! Bye, bye! Diese Kinder haben meine Waffe gestohlen! Ich werde gefeuert! Ha, haha! Hast du dich schon mal im Spiegel gesehen? Du hast geweint wie ein Mädchen! Ha, nimm das Geld und lass uns gehen! Ja! Fühlt sich schwerer an als vorher. Puh. 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 Anstrengend. Puh, ich kann nicht mehr. Wir sollten ein Taxi nehmen. Puh. Was glaubst du, wie viel da drin ist? Na, na, na. Hm? Überraschung! Ihr sucht das hier, stimmt's? Das ist die falsche Tasche. Oh, das ist deine Schuld. Du hattest sie doch. Nein, das ist deine Schuld. Oh, eine Wasserpistole. Autsch. Hey, leg es zurück. Ups, das Wasser ist ausgegangen. Hm? Oh, was ist denn das? Wow. Hey, fummel da nicht herum. Tu's nicht. Oh, ich hab dir gesagt, du sollst es nicht anfassen. Ah. Oh, oh. Wow. Feuerwerk. Oh, puh. Also gut, ich zähle bis drei. Und wenn ich fertig bin, verschwindest du besser. Genau, du kümmerst dich darum. Hm? Oh, du Kleiner. Nur noch ein bisschen. Komm schon, komm schon. Ja, noch ein bisschen. Ah, ups. Dad! 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 Was? Hm. Mir ist mein Smartphone in die Toilette gefallen. Ich brauche ein neues. Warum ein neues? Dad kümmert sich darum. Aha! Hm? Na gut, hier ist es. Komm schon. Oh, ich steck fest. Oh, was ist denn hier los? Ich habe mein Smartphone fallen lassen. Dad hat versucht, es zu holen. Und jetzt steckt er fest. Oh, warum hast du versucht, es herauszufischen? Lass uns ein neues holen. Aber was ist mit mir? Hilfe! Oh. Guten Tag, wie kann ich euch helfen? Oh, psst, jetzt mach hier keine Szene. Komm schon, Lowey. Ich brauche ein neues Smartphone. Klar. Wir haben ein neues Modell. Dieses Smartphone ist perfekt. Was meinst du mit perfekt? Sieh dir das an. Oh. Oh.
Siehst du? Kein einziger Kratzer. Du schlägst wie ein Mädchen. Pass auf! Wow. Ja, wow. Sieh nur. Oh. Und? Wir nehmen es. Warte, ich bin noch nicht fertig. Mal sehen. Ich bin gespannt. Sehen wir mal, wie es mit diesem Ding umgeht. Siehst du? Es ist unzerstörbar. Haha, Mom, ich will es haben. Du hast dein Kind gehört. Ich habe eine bessere Idee. Haha. Komm schon. Lauf. Lass uns nachsehen. Unverwundbar. Haha. Es ist perfekt. Komm. Wir nehmen es. Ja. Hier bitte. Und was, wenn ich das mache? Dann ist es umsonst. Ja! Dad, ich habe ein neues Smartphone bekommen. Vielleicht sollten wir den Notruf rufen. Nein, nein, nein. Ich habe eine bessere Idee. Haha. Schau mal, wie lustig er ist, wenn er schläft. Ha! Hey, dieses Smartphone ist ziemlich cool. Ich muss es klauen. Haha. Oh, sieh mal. Das ist unser Erzfeind. Dad? Nein. Batman. Komm schon. Oh, ich bin Batman. Was wirst du jetzt tun? Stimmt. Was? Vertragt euch. Na los. Nein, nein, nein. Du musst ihn schlagen. Genau so. Und? Oh, mein Bauch. Au, au. Oh, mach schon. Au. Oh. Batman, meine Mom hat gesagt, ich soll dich schlagen. Autsch. Au. Das geht nicht. Du musst wütend werden. Dein Atem stinkt. Jetzt verstehe ich, warum Batman dich hasst. Hier, nimm ein Pfefferminzbonbon. Oh. Wow, wow. Werd endlich wütend. So macht man das. Niemand macht mein Spielzeug kaputt. Au. Oh, oh. Autsch. Au. Gutes Mädchen. Das geschieht ihm recht. Komm schon, komm schon. Autsch. Böses Mädchen, Laurie. Stopp. So, jetzt reicht's. Ich glaube, er hat seine Lektion gelernt. Stopp. Vergiss das nie. Oh, du armer Kerl. Wer hat dich so verletzt? Wer? Das warst doch du. Uff. Komisch. Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Oh, du Kleine. Oh, seht euch doch an. Kein Wunder, dass die Leute Angst vor euch haben. Es ist gut, dass ich hier bin, um zu helfen. Lass uns die gruselige Gesichtsbemalung loswerden. Und ihr braucht ein leichtes Make-up. Und jetzt ist Dads Gesicht dran. Und ich suche für euch neue Klamotten aus. Wir haben verschlafen. Oh, wir müssen uns beeilen. Deshalb benutzt du also Gesichtsfarbe. Was redest du denn da? Warte. Oh, Laurie.
Oh, sie hat das getan. Das war's, sie ist erledigt. Warte, beruhig dich. Wir haben Wichtigeres zu tun. Komm schon. Ich wusste, es würde euch gefallen. Rühr dich nicht von der Stelle. Hände hoch. Das ist dein Überfall. Haha, du steckst in Schwierigkeiten. Wir sind dein schlimmster Albtraum. Heiliger Prankster, ihr seid witzig. Worüber lachst du? Komm schon, rück die Kohle rüber. Hier, nimm es, nimm alles. Nimm es und verschwinde. Gib das Geld her. Das ist der schlimmste Raub meines Lebens. Ja. Mom, Dad, mir ist kalt. Mach den Kamin an. Was geht dir eigentlich durch den Kopf? Wo hat sie die überhaupt gefunden? Was wäre, wenn Batman uns so sehen würde? La 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 la. La la la. Oh, der Geruch von Geld beruhigt mich. Der Geruch von Geld? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Vielleicht kannst du sie wieder zusammenkleben. Tut mir leid. Ich bin ruhig. Komm hierher, du Kleine. Ich erzähle euch gar nichts. Das werden wir ja sehen. Das ist furchtbar. Hör auf damit. Er wird nicht aufhören, bis du die Wahrheit gesagt hast. Ha. Haha. Damit kommst du nicht durch. Ha, das werden wir ja sehen. Hey, das war mein Lieblingsteil. Psst, ich habe eine bessere Idee. Was habt ihr vor? Oh, bist du kitzlig? Dann wollen wir mal sehen. Und? Na, seltsam. Ich bin müde. Das war's. Ich brauche eine Pause. Wir kommen wieder. Mom, Dad, lasst uns spielen. Danke. Wie heißt du? Ich bin Laurie. Und du bist bestimmt Batman. Mom und Dad sind große Fans von dir. Danke, Laurie. Ich muss jetzt gehen. Nein, nein. Möchtest du einen Tee? Ja, gerne. Ich sag's dir, er wird drehen, wenn wir Brokkoli nehmen. Ja, jeder hasst Brokkoli. Oh, ihr kommt gerade rechtzeitig zum Tee. Setzt euch hin. Du bleibst doch zum Tee, oder? Ich werde dir alles erzählen. Bring mich nur von ihr weg. Von wem? Von Laurie. Mit deiner Teeligkeit? Ich krieg auch Angst. Hey, du nichts wie raus hier. Das ist ein Überfall. Geh und hilf deinem Dad. Schnell. Guten Morgen. Ich werde helfen. Greif zu. Worauf wartest du noch? Gib das Zeug her. Ja. Ja, natürlich. Schneller. In Ordnung. Ja, los. Schneller. Vorsichtig. Ich habe eine Überraschung für euch. Was? Ich bekomme einen neuen Bruder oder eine Schwester, oder? Ja! Hurra! Ja! Nein!